was war denn das schon wieder? Eine Kiste? Wo kommt denn... Oh, ist bestimmt wieder ein Zalando-Paket von meiner Freundin. Immer diese Schuhe und diese Klamotten und... Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich schmeiß diese Channel-Spende erstmal nicht weg. Und zwar hat mir der Pierre, a.k.a. Retro Pinguin, ein 7-Kilo-Paket geschickt. Und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ja, erstmal vielen lieben Dank an den Pierre. Der Gute kommt aus Österreich, hat mich angeschrieben, hat gemeint, wie, ich habe da ein paar Sachen, die schicke ich dir. Und ich sagte, alright. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Keine Ahnung, ich sag's gleich. Bei 7 Kilo, ich weiß nicht, ob bei jedem Game irgendwie Gameplay zu sehen sein wird. Ich versuche mein Bestes. Fangen wir aber an. Erstmal, sehr viel Verpackungsmaterial. Sehr schön. Ah, das Erste, was mir entgegenkommt, ist... Aber den habe ich schon. Einen Marshmallow Man. Der steht... Seht ihr da, wo mein Finger ist, da hinten? Da steht der Marshmallow Man. Ja, krass. Dankeschön. Ich werde mir was überlegen. Das war die Tastatur. Ich bin so aufgeregt. Ich werde mir was überlegen für den Burschen. Dann hat er mir, was ist denn das? Allerlei. Was geht denn jetzt ab? Außen. Ah, geil. Das sind Ständer für den Game Boy Color. Steht sogar drauf. Game Boy Color. Was haben wir hier? Game Boy Advance müsste das sein. Das kann man ein bisschen schwer lesen. Aber da es ein bisschen breiter ist, jetzt mal, das ist für den Game Boy Advance. Sehr geil. Das ist ja mega. Hier auch Game Boy Advance nochmal in lila. Sehr, sehr geil. Und. Oh. Okay, muss mir zwei. Ah, okay. Hier. Da kommen wohl Super Nintendo Games rein. Ja, das ist ja mal mega. Ich habe ja ein paar lose Module hier. Geilo, geilo, geilo. Dankeschön. Scheinbar aus dem 3D-Drucker. Boah. Ich tue dann am Ende nochmal so ein Gesamtbild von allen Sachen. Ich speede da jetzt mal durch sozusagen. Aber am Ende... Ich habe jetzt schon keinen Platz da drüben. Ich greife einfach rein. Ich seh nichts. Die Kiste ist so hoch. Ein Game Boy Advance Spiel. Defender of the Crown. Sagt mir jetzt nichts. Das Mittelalter. König Richard wurde ermordet und in ganz England tobt der Bürgerkrieg. Okay, sagt mir nichts. Aber es ist complete in Box. Ja, alles drin. Defender of the Crown. Da muss ich gleich an Defender of the Earth denken. Das ist so eine Serie, die ich als Kind geschaut habe bei den Amis, aber das ist was ganz anderes. Dann eine Spider-Man 2 UMD habe ich, aber trotzdem danke, die ist sogar drin. Aber wie gesagt, die Sachen, die ich schon habe, wenn Sachen drin sind, die ich schon habe, da überlegen wir uns was. So, das fühlt sich auch alles PSP-isch an. Einmal Gangs of London habe ich, Wipeout Pure habe ich, Prince of Persia Revelations habe ich nicht. Müsste ich mal anzocken, um zu schauen, ob das was für mich ist. Ne? Ein Schicksal, eine Million Wege, es herauszufordern. Ja, Prince of Persia. Auch das ist komplett. Auch das Wipeout ist komplett. Und Gangs of London ist komplett. Das hier sieht... das ist geil. Das ist geil. Ich liebe sowas. Oh nein, aber... Hier. Activision Hits, remixed, über 40 Klassiker remixed und so wie das aussieht, sind das Atari Games und ich habe mir ja gerade die Atari Collection für die Switch gekauft, aber egal, Hits der 80er inklusive, da ist sogar Musik drauf, da steht jetzt nicht genau, hier doch, Atari 2600 Hits, geil, mega, das ist ja mal der Hammer. Ich liebe solche Compilations, denn gerade für den Atari sammle ich ja nicht so wirklich, hab nichts physisch da, war auch nicht meine Zeit, aber ich will trotzdem diese Ära würdigen in meiner Sammlung und habe ich ja damit angefangen mit der Switch Compilation und jetzt für die PSP und da sind bestimmt auch andere Games drauf und ach, mega. Pierre, vielen, vielen Dank und Grüße an dein Frauchen,
Der hat auch gesagt, sie schaut hier immer gern rein. So, was haben wir noch? Star Wars, The Clone Wars, Republic Heroes und einmal Loco Roco. Das habe ich auch in der Sammlung. Das ist ein, gibt es auch einen zweiten Teil. Ist ein super, super lustiges Spiel. Ich sag mal, wie soll ich es erklären? Man nutzt eigentlich nur den linken und den rechten Schulterbutton jeweils, um das Bild zu wippen nach links oder nach rechts. Und somit steuert man seine Loco-Rocos. Und dann kann man ihn auch zum Platzen bringen, dass er sich in viele kleine verwandelt und damit man besser durch kleine Schächte und so weiter und so fort kommt. Also nice, Loco-Roco und ja, haben wir schon einiges an PSP hier am Start. Ja, krass. So, was geht hier noch? Oh, ein Ei. Ein Yoshi. Was ist das? Hot Wheels? Das ist von Hot Wheels. Ah, das kann man aufmachen. Oh, nice. Dankeschön. Das ist echt nice. Ich habe ja hier ein paar Kollegen da oben. Den Wario, Mario, Luigi und die Peach in ihren Karts. Aber so einen Yoshi habe ich noch nicht. Und das ist der orangene Yoshi. Aber das ist ja geil mit dem Ei. Das kommt nice. Dankeschön. Findet einen Platz hier in der Sammlung. Mit Sicherheit. Okay, weiter geht's. Mit noch einem Gameboy-Ständer. Das ist für den Original wahrscheinlich. Nicey nice. Aha. Der hat mich nämlich gefragt, ob ich Bud Spencer mag. Ich so, ja. Und das sind wohl Musikhits. Ah, das ist ja mal eine geile Kassette. Von Bud Spencer und Terence Hill. Best of. Und ich schätze mal, das sind Buddy haut den Lukas. Buddy haut den Lukas. Sie nannten ihn Mücke. Das sind wohl die Soundtrack-Stücke. Mega geil. Das sind so kleine Dinge. Die sind echt Hammer. Und das ist Mask. Was haben wir hier noch? Oh, noch so ein Ei. Genau. Ah, fett. Mask, meine Damen und Herren. Ich kann mich... Warte mal, den kann man doch da reinsetzen, ne? Ich weiß nicht, ob... Ne, ist keine Maske drin. Das ist ja mal nice. Ich kann mich zwar nicht erinnern, dass ich den Kollegen damals... also die Figur ja, aber ich weiß nicht, ob ich das Bike hier in der Sammlung hatte. Oh, da hinten kann man noch irgendwie das bewegen oder so. Das weiß ich nicht, aber Dankeschön. Den stelle ich mir auch so in die Sammlung. Ja, Mask. Wie gesagt, hier kann man das Rad hinten rausnehmen. Coolio. Geil, geil. Ist ja im schönen Zustand. Keine Ahnung, ob das komplett ist oder nicht, aber egal. Also ihm fehlt auf jeden Fall der Helm, aber egal. Wie gesagt, ich weiß, dass ich den hatte. Diese kleine Figur, den hatte ich damals und habe ihn nicht mehr in der Sammlung. Und jetzt ist er wieder da. Oh, Alter Schwede, da kann man ja alles Mögliche noch... Boah, ich will jetzt nichts kaputt machen. Boah. Jo, Leute, da geht's noch ab da drin, sehe ich, ey. Noch ein Ei. Noch ein Ei mit... einer rosanen Yoshi-Kartfahrer. Den kriegt meine Freundin. und schon mal vorneweg, ich bin so mega dankbar für solche Geschichten hier. Es ist nicht selbstverständlich. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Es ist aber einfach nur krass. Gameboy-Spiele? Nice. Das ist jetzt lustig. Ich habe nämlich mir überlegt, ich würde gern anfangen, Gameboy Fullset, aber alles an Gameboy-Module zu sammeln. Ich hätte einfach Bock drauf. Lose, ja, weil die nehmen nicht viel Platz und ist ja einfach cool. Und die zwei Games, wobei das eine habe ich, glaube ich, aber das ist schon mal, das hier, das habe ich auf keinen Fall. Das ist nämlich Turok für den Gameboy. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ist das so ein Top-Down-Action-Adventure? Also ich weiß, was Turok ist natürlich, der Klassiker für den N64 damals, aber ich kann mich jetzt nicht an die Gameboy-Fassung erinnern. Ein bisschen Gameplay habe ich euch bestimmt eingeblendet. Und einmal hier Street Racer. Das habe ich... Ach, das habe ich auch nicht. Das habe ich nämlich... ich habe es, soweit ich mich erinnern kann, als Gameboy Advance-Fassung. Ja? Und da ist es richtig geil. Es ist ein schöner Mario Kart-Klon und echt gut zu spielen. Also, mega. Turok und Street Racer. Meine ersten, das sind die ersten beiden Gameboy-Module für mein Ziel, so viel Gameboy-Spiele zu sammeln wie möglich. Und auch erstmal lose, ne? Geil.
Okay, weiter geht's. So, was haben wir da? Oh, da muss ich erstmal. Da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt zeigen darf. Ich weiß es gar nicht genau. Für die Xbox 360, Dead Island. Ich weiß nicht, ist das noch indiziert oder so? Kann sein, dass ich einen Schnitt gemacht habe oder so, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann jeweils zwei, das sind DVDs, oder? Ja, DVDs von Pokémon. Zwei Pokémon-DVDs und das hier in so einer lustigen, dünnen Hülle. Das ist ja geil, so könnte man doch immer DVDs oder Blu-Rays machen, oder? Wäre das nicht praktischer als diese fette Spine hier immer? Oh, okay, und ich komme gleich zu einem Highlight, weil das wusste ich, dass es drin ist, ja? Und ich komme gleich zu diesem Highlight. Leute, ich habe zwar kein, ich spiele ja kein PC, aber ich bin Schmapp-Fan und das weiß der Pierre. Und er hat mir ein Sealed Layer Section rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kannte das Spiel, also ich kannte den Namen Layer Section, aber in keiner Form habe ich dieses Spiel in der Sammlung. Ja? Und es ist ja mega. Ist das irgendwie. Kommt das irgendwie aus der Raystorm-Familie oder so? Ich bin mir nicht ganz. Ah, hier unten steht sogar Operation Rayforce. Seht ihr, ich kannte dieses Layer Section irgendwo. Es hat irgendwie mit der Rayforce-Geschichte zu tun. Auf jeden Fall, es ist scheinbar ein mega, mega geiler Schmapp. Und ich weiß eines, dafür lasse ich mir extra eine schöne Hülle basteln von Manuel, vom sammlerschutzhüllen.de. Schaut euch, das ist sealed. Das ist eine PC-Bigbox, ja, von einem Shooter, von einem geilen Shooter, von einem Schmapp. Und das Ding ist sealed. Also, es ist Freitag und schöner könnte das Wochenende nicht anfangen. Vor allem nach so einer harten Woche wieder, ey. Mega, mega Layer Section. Ein PC-Spiel, was ich gerade voll feiere, obwohl ich keine PC-Spiele habe. Aber es ist ein Schmapp und es ist Ziel. Mega. Oh, da hinten ist was eingepackt. Was haben wir? Alter, Junge. Oh, okay, den Dreamcast habe ich leider auch nicht mehr. Da haben wir einmal Blue Stinger, Soldier of Fortune und Choo Choo Rocket. Blue Stinger ist, soweit ich mich erinnern kann, ja, so ein Third-Person-Action-Game. Soldier of Fortune, gab's das? Ich kenne doch Soldier of Fortune, gab's das nicht auf der PS2? Habe ich das nicht auf der PS2 gespielt oder auf der originalen Xbox? Eins von beiden. Soldier of Fortune war ein Ego-Shooter. Genau, und Choo Choo Rocket, weiß ich leider, das ist glaube ich so ein Party-Game, ne? Das ist so eine Party-Geschichte. Ja, schmeißt du mir einfach drei Dreamcast-Games mit rein, schau dich das an. Das ist verrückt. Dankeschön, Pierre. Boah. Okay, weiter geht's, es ist 7 Kilo. So, apropos PS2 etc. Da haben wir einmal Rocky. Dann haben wir für die PS3 Dragon Age. Das ist cool. Dragon Origins, das wollte ich mal zocken. Habe ich PS2 gesagt? Für die Gamecube, Rocky. Das ist ja nice. Für die Gamecube, nicht für die PS2. Ja, nice. Dragon Age Origins ist sowas, ja, Skyrimisches, soweit ich weiß. Und da hätte ich echt mal Bock drauf. Das wollte ich schon lange mal anzocken. Und jetzt ist es hier in meiner Sammlung für die PS3. Das freut mich. Dann haben wir für die Wii U Splatoon. Nie gespielt, die Kollegen. Das hier ist aber geil in der Sammlung zu haben. Ich habe es ein paar Mal auf dem Flohmarkt gesehen, aber ich habe mich irgendwie durch das Cover immer so ein bisschen langweiliges Cover. Aber das ist ein Game von Rockstar. Und zwar Canis Canem Edit. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Canis Canem Edit. Die Bullworth Academy. Das ist ein. Schade, fehlt zwar die Anleitung, egal. Die kriegt man bestimmt irgendwie. Und ja, aber hier auf der Disc ganz typisches GTA-Artwork. Das ist ein, soweit ich es noch weiß, ist das wie ein GTA auf dem Schulhof. Ja, auf dem Schulhof sozusagen, so auf die Art. Geilo, geilo. Dann noch ein Gamecube-Spiel, NBA Live 2003. Und für die PlayStation 2, oh, da bin ich auch mal gespannt drauf.
Harry Potter and the Goblet of Fire. Ja? Mega. Ich freue mich auch voll auf das, Open World Harry Potter, was da rauskommen soll. Alter, Dankeschön. Weiter geht's. Es hört nicht auf, es reißt nicht ab. Da geht noch mehr, Leute. Was haben wir hier? Ich stelle mich gerade an, leider. So. Für die Wii. Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Nie gespielt. Ist das, das ist aber nicht das, nee, das war, hieß das Outbreak, wo man mehrere Charaktere spielt in einem Spielzug? Weiß ich nicht mehr. Dann, The House of the Dead Overkill. Das ist ein, ja genau, das müsste ein Rail-Shooter sein sozusagen. Geil. Mega. Und Resident Evil 4, die Wii Edition. Also, das ist jetzt eins dieser Resident Evil Geschichten für die Wii, wo man nur mit dem Nunchuck spielen kann, soweit ich weiß. Und die Leute haben drauf geschworen, das ist so geil mit dem Nunchuck etc. Ich hab das irgendwie, ich bin da nie mit warm geworden. Aber hey, drei geile Spiele liegen hier. Vor allem das House of the Dead, das ist mega. Und das Resident Evil, die Umbrella Chronicles, muss ich mal schauen. Da habe ich jetzt gar keinen Horden von untoten Kreaturen und mutierten Bestien, machen die Straße unsicher. Was denn sonst bei Resident Evil? So, die hier, genau, die hab ich, da habe ich mich vergriffen. Und zwar gibt es, das ist cool für die Xbox 360, die Dreamcast Collection. Da ist einmal drauf Sega Bass Fishing, Sonic Adventure, Space Channel 5 Part 2 und Crazy Taxi. Geil. Ja. Mit dem eins der geilsten Soundtracks ever bei Crazy Taxi. Geil. Dann haben wir einmal Risen 3 Titan Lords. Auch so eine Reihe, mit der ich... Ich dachte, da ist ein PC-Spiel drin. Auch so eine Reihe, mit der ich nie angefangen habe, aber... Was nicht ist, kann ja noch werden. Und dann haben wir, und das habe ich auf der Switch durchgespielt, für die PS4, einmal Doom. Ja, mega. Sehr geil auf der Switch, aber nice to have für die PS4. Boah, das ist 7 Kilo aus Österreich. So langsam kommen wir zu dem Ende. Was ist denn das hier bitte? Dr. Adam Phoenix for Service to Humanity? What the fuck? Achso, übrigens, willkommen zu What's in the Box. das ist Gears of War 3. Schaut euch das an. Coolio, das ist irgend so eine Special Edition. Oh, da kenne ich jemanden, der sich drüber freuen wird, eventuell. Tom's Collection. Wenn es okay ist für den Pierre, dass ich das dem Tom anbiete, weil ich habe ja keine 360 mehr und ich weiß, der Tom ist riesen Gears of War Fan. Schaut mal, was da alles drin ist. Ein Putztuch. Nein, ist so ein kleines Bannerchen und lauter so hier Zertifikate und allerlei Dinge. Das ist ja cool. Solche Special Editions habe ich viel zu wenig in der Sammlung. Auch hier, was ist das? Auch hier, so ein Zertifikat irgendwie. Das ist ein Blueprint von irgendeiner Waffe. Ein paar Bilderchen, das ist wohl der Hauptheld. Ich kenne mich nicht aus mit Gears of War, sorry. Auch hier ein Briefchen. Da ist ja das Spiel drin und dann ist hier noch eine Layer. Was ist da drin? Hier irgend so ein Gear. Eine Gear sozusagen. Oh, das ist richtig wertig hier. Das ist, ein Zahnrad. Gears of War, ja. Die Gears of War, die drehen sich. Das Ding ist massiv. Ja, also wie gesagt, Also, Tom, wie sieht's aus? Darf ich dir eine Freude machen? Mega, hammerhart. Das ist ja... Das ist ja... Ich finde gerade keine Worte. Was haben wir noch? Nice. The Last of Us, PS3, die Ellie Collection. Also, das hier gibt's nochmal mit dem Joel. Normalerweise kommt das noch mit so einem Pappschuber, aber schon mal geil, das so zu sehen.
Das ist ja mega. Was ist da nochmal alles drin? Kann man, schauen, wenn man das aufmacht. Oh, erstmal Naughty Dog Aufkleber. Geilo, schaut euch mal, ein Skin für die, für den PS3 Controller. Das ist ja mal geil. Dann ein, ich mach's jetzt lieber nicht ganz auf, aber das ist ein fettes, fettes Last of Us Poster. Hammerhart. Hammerhart. Was haben wir noch? Und ein kleines, ein kleiner Comic. Mega! Mega! Hammerhart! The Last of Us Ellie Edition. Und da ist das Spiel auch drin. Alter Schwede! Mega geil! Auch ohne diesen Pappschuber. Das so in der Sammlung zu haben, ist der Hammer. Das ist der Hammer. Mega. Und dann haben wir noch ein Artbook. Ja? Von The Last of Us Teil 1. Mega, mega, mega geil. Schaut euch das an. Pierre, du bist doch verrückt, ey. Und folgt ihm doch bitte auf Instagram bei Retro Pinguin. Die Alien Edition von The Last of Us. Alter. Was geht hier noch? Hüllen. Oh, das sind leere, Gamecube-Spiele. Ein paar, einmal MX Superfly, das ist ein Motocross-Game. Einmal Medal of Honor Frontline. Einmal Hot Wheels. Und einmal Medal of Honor European Assault. Lose, aber macht nichts. Krass. Hä? Warum wurden die irgendwo so verkauft? Weil, wie wir hier sehen können, da sind Barcode, Aufkleber und hier MX Superfly und in dem Fall Medal of Honor. Waren die so irgendwo im Verkauf? Ja, nice. Krass. Oh, was haben wir da? Ah, sehr cool. Von was ist das? Keine Ahnung. Nano Hollywood Rides von Yada. Ein Back to the Future Set. Mit drei kleinen Zurück in die Zukunft DeLoreans in verschiedener Ausführung. Das ist ja niedlich. Schaut euch die mal an. Ist das nicht niedlich? Das ist ja mal nice. Ah, das sind die DeLoreans von allen drei Teilen. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ja, weil ja, da steht's. Ne? Teil 1, 2, 3. Time Machine, Time Machine, Time Machine. Das ist ja nice. So, jetzt kommen wir. Ich kann fast nicht mehr atmen. Und dann sind noch zwei Pouches drin. Und dann kommen wir langsam dem Ende entgegen. Oh, nice. Hier für den Gameboy, zum sicher Verstauen und Reisen und einmal für den Gameboy Pocket. So, kann man es reintun. Ja, ich glaube, das war's. Jetzt ist nichts mehr drin. Ich schwitze wie ein Ochse gerade, weil das habe ich jetzt schon angestrengt, dieses 7-Kilo-Paket auszumisten. Pierre, das ist doch, vielen, vielen Dank, ich bin, oh, ey, so viel geiles Zeug drin, hier, vor allem diese, die Ellie Edition, hier nochmal Gears of War, Special Box und dieses Sealed Layer Section und das ganze andere Zeug einfach. Vielen Dank und schöne, schöne Grüße zu dir nach Österreich. Ihr habt ja noch Glück mit den Spritpreisen, so einigermaßen, oder? Bei euch ist es noch nicht ganz so krass. Verrückt. Dankeschön, Pierre. Und nochmal schöne Grüße an deine Freundin. Ja, Leute, das war's heute mit What's in the Box. Ich hatte eigentlich ein anderes Video vor, aber der Pierre hat gemeint, das Ding hier ist unterwegs. Und dann habe ich gedacht, ich unbox das natürlich für ihn und seine Freundin. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und, ach so, ja, genau. Hier nochmal ein Überblick mit all den Sachen, die drin waren. Ja. Nochmal auf einen Blick. Ja, habt ihr das gesehen? Ja. Dankeschön, Pierre. Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.